Hey Bro, was geht? Wer wird heute die drei Punkte holen? Was sagst du? Was geht, Bruder? Ich bin jetzt gerade los zum Stadion und natürlich wir. Also was ist denn das für eine Frage? Wir sehen uns. Bis später. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin wieder mit Mattis im Stadion und zwar in Hannover, diesmal gegen Hansa Rostock. Ich treffe mich heute mit MDES wieder im Stadion, so wie letzte Woche mit ihm und seinem Freund. Ich freue mich schon übelst. Danke nochmal, dass ich mitgenommen werde. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich Mattis treffe. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Peine zu Edwin. Wir holen ihn ab und er wird heute das erste Mal im Niedersachsenstadion sein und nachher kommt der Hubert noch dazu. Wir sind also heute zu dritt, aber was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen heute Eddie finden. Er muss seine Prediction abgeben, weil ihr wisst, immer wenn Eddie nicht im Video dabei ist, kann Hannover 96 nicht gewinnen. Denn ich bin auf meinem Weg allein. So, meine Bahn kommt schon. Steigen wir ein und ja, es geht Richtung Bahnhof. Mittlerweile haben wir Edwin abgeholt, er ist jetzt am Start und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hannover. So, lass mich gut steigen. Super. So, Hauptbahnhof ausgestiegen. Ich gehe mir jetzt was zu trinken holen und dann gehe ich auch schon Richtung Stadion. Warte, ich mach auf. Zack, zack, zack. Ciao. Also ich bin jetzt Stadionblöcke ausgestiegen. Ja, ist ein bisschen voll. Aber wieder nicht ausverkauft, leider. Ich glaube, es werden so wieder 25.000 sein, so wie letzte Woche. Ich gehe jetzt Eingang Süd, weil dort sitze ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und ja. Edwin. Ja. Jetzt geht's zur Kontrolle. Pyrus. Ist deine Pyrus dabei? Nee, du hast die dabei, oder? Ja. Und die Tennisbälle, gut versteckt. Wir haben es jetzt durch die Kontrolle durchgeschafft und ich habe schon so lange nicht mehr gesehen, dass im Südeingang es so voll war. Wir sind angekommen, aber von Eddie fehlt jede Spur und ich werde nicht zu meinem Platz gehen, bevor ich ihn nicht gefunden habe. Sonst werden sich die Spiele heute nicht gewinnen. Erster Schritt im Stadion, Jens. Das ist deutlich größer als die anderen Stadien, wo ich bis jetzt war. Alter! Und dann sehen wir schon die Hansa Rostock-Fans. Jungs, was habe ich mir hier angestellt? So, bist du schon mal vorbereitet, ne? Ja, gute Vorbereitung heute. Ja, es ist leider passiert. Wir haben Eddie verpasst. Und dieses Spiel müssen wir jetzt ohne seine Prediction auskommen. Wollen wir mal unsere Tipps abgeben? Mach mal. Gegen Hansa Rostock, Abstiegskandidat. Ich sag, das wird ein 2-1 für Hannover. Okay, ich tippe 4-1. Bis gleich. Der Gästeblock komplett voll. Und ansonsten sind ja auch sehr viele Hansa Rostock-Fans. Eddie, was machst du da, Alter? Ich hab dich überall gesucht. Er tanzt da einfach rum. Hubert, was tippst du für heute? Ich sag, es wird ein torreiches Spiel. Ich glaube entweder 4-0 oder 5-2. Okay. Ich habe 4-1 getippt. Ja, hebt ihr das für die Tore auf? Ja.
Der Typ macht einfach immer mit. Ich jetzt raus, ich probiere zu catchen. Viel Glück! Also, das Spiel fängt gleich an. Möge der Beste gewinnen. Was ich aber auf jeden Fall schon sagen kann: Hansa Benz, richtig stabil. Ausgebuht im eigenen Stadion. Das ging sehr schnell. Hannover 96 führt im Spiel mit 1:0. Also jetzt unabhängig vom Spiel, ich muss sagen, beide Fans sorgen hier für eine richtig mega Atmosphäre. Ich wollte nur Eddie treffen, er war nicht da. Eddie, hab das 1:0 verpasst, aber jetzt gibt's lecker Essen. Heimspiel fliegen hier wieder die Tennisbälle. Und Edwin ist einfach ganz gemütlich hier, seine Wurst. Alles schön und gut, aber ich frag mich, wo sind die Tennisbälle? Während die Leute die Tennisbälle aufräumen, ist Edwin einfach weiter. Nummer 3!
Wo bleibt Nummer 4? Aske, wenn du dieses Video siehst, es kann sein, dass heute ein bisschen später nach Hause kommen. Wegen den Tennisbällen hier. Er ist immer noch weiter. Und hier vorne geht die Post ab. Los, Leute. 2:0 machen. Lauf! 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 Weitermachen! Weitermachen! Aber die wichtigste Meldung, Edwin hat sein Essen zu Ende gegessen. Ich sag ehrlich, war lecker. Ich hatte übelst Hunger. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel aufnehmen soll oder ob ich gucken soll, ob die Tennisbälle werfen. Schon wieder, Alter. Ich dachte, ich bin heute zum Fußballspiel gekommen. Hier nach einer Tennisparty aus. Das erste Spiel von Edwin im Niedersachsenstadion und er, anstatt Fußbälle sieht er die ganze Zeit Tennisbälle. Ich schaue hier ein Tennismatch an, statt ein Fußballspiel gerade. Aber auch spannend. Und es ist einfach krass, dass die Rostocker einfach mitmachen. Das ist Fußball, so möchten wir Fußball erleben. Die ganzen Helferordner tun mir jetzt ein bisschen leid. Mensch. Hubert, neue Geschäftsidee. Tennisbälle-Shop aufmachen. Und dann ist man Multimillionär, würde ich sagen, in Hannover. Edwin, was geht hier ab? Schon wieder! Die gehen in die Kabine sogar. Oh. Spielunterbrechung. Und somit ist das Spiel erstmal unterbrochen. Also ich würde sagen, ab heute Hannover und Rostock-Freundschaft hat begonnen. Edwin, ich habe keine Ahnung,
wie viel Uhr du heute zurück nach Peine fahren wirst. Ich glaube, so gegen 20 Uhr bin ich in Peine. Köln! Was war das, ey? UFC! Vergessen oder was? Oh! Was sehen wir heute, Alter? Was sehen wir heute? Was wärst du ein Tor gewesen, Alter? Übrigens noch, Derrick Kuhn hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Maschine! Heide, Leute, heide, Leute, heide! Angara Messi, 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 Messi! Messi, Messi, Angara Messi, Angara Messi! Angara Messi! Weiter! Junge, hey! Was ist da los? Das ist ein Weiterspiel! Es gibt oh. Ja, während wir uns auf das Spiel konzentrieren, die erste gelbe Karte, das bedeutet, der Schiedsrichter hat seine Karten nicht zu Hause vergessen. Hier die Tennisbälle. Anzahl wird immer mehr. Während die Tennisbälle hier aufgeräumt werden, wollte ich noch mal sagen, Leite, ich weiß nicht, was du in Spanien mit den Spielern gemacht hast, aber auf jeden Fall hat es gut getan. Oh na, schieß! Hannover macht da weiter, wo sie gegen Nürnberg aufgehört haben. Ankara Köln, Ankara Köln, Ankara Köln, 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 Köln. Oh. Weiterkämpfen, weiterkämpfen. Weiter, weiter, nein! Das haben meine Hunde gerade gesehen. Das war kurz, da ist Messi und Ronaldo fusioniert! Steht 1:1, aber das kann mal passieren, Leute. Ich glaube nicht 1%, dass Hannover heute Punkte liegen lässt. In der zweiten Halbzeit geht es einfach weiter. Ja, Mahlzeitpause. Es steht 1:1 zwischen Hannover und Rostock. Ja, war ein dummer Fehler von Zieler. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Spiel von 96 sehr zufrieden. Ich hoffe, dass sie nicht aufgeben und genauso weitermachen.
Sie haben viele Chancen liegen gelassen. Aber ich halte immer noch fest an meinen Tipp heute, dass sie 4-1 gewinnen werden. Edwin, was ist deine Meinung zu der ersten Halbzeit? Ich sage ehrlich, unverdient das 1-1. Natürlich, der Fehler kann jedem passieren. Und ich glaube immer noch an meinen Tipp 2-1. Ich sage, da wird Hannover ruhiger spielen. Aber wie Hannover spielt, kann es auch einfach ein 4-1, 5-1 werden. Deswegen, ich sage trotzdem, Hannover gewinnt. Ja, das war's auch von mir. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Junge Eddie, ich merke mir das. Hast du mich sitzen lassen. Jetzt kommt Rostock nochmal. Langsam kippt das Spiel um und Rostock wird immer stärker. Auf geht's, Leute! Los! Wir sind in den letzten 15 Minuten und es sieht gerade wirklich sehr traurig aus vom Spielerischen her. Ich hoffe, dass gleich die Bänder einfach kommen. Taube ist auf jeden Fall interessanter als die zweite Halbzeit. Hannover 96 für 2-1. Das war jetzt ganz wichtig. Genau so. Die zweite Halbzeit war wirklich zum Einschlafen. Jetzt in den letzten 10 Minuten. Man kann sich nicht mehr hinsetzen. Wir stehen auch die ganze Zeit.
1! Ja! Keine Ahnung, was da los ist, aber der Schiedsrichter lässt den Eckball nicht ausführen. Jetzt geht er zum Videoassistenten! Keine Ahnung, was passiert ist. Aber rote Karte für den zweiten Torschützen Heizenberg. 96 spielt in den letzten Minuten nur noch zu 10. Gut bleiben. Ja! Wir sind in der letzten Minute. Jetzt gibt es noch mal Eckball für Hansa Rostock. Das ist die letzte Chance. Der Torhüter ist auch rausgekommen. Der Schiedsrichter steht vor dem Spiel einfach. Cool bleiben, wegschießen. Ey, was für eine Spannung! Digga, das sind gerade die letzten Minuten. Mein Herz ist gerade da, Alter! Pfeif ab! Nein! Oh, Leute! Wo ist die Abwehr? Abpfeifen! Ja! So läuft das. 96 gewinnt. 2:1. Hochverdient. Für die erste Halbzeit auf jeden Fall, aber in der zweiten Halbzeit wurde Rostock nochmal stärker. Letzten Minuten, Alter, wie ein Horrorfilm. Glückwunsch an 96. Sie! Edwin, das war heute dein erstes Mal mit dir in der Sachsenstadion. Es war nicht ausverkauft, aber wie ist deine Meinung? Also ich sag erstmal nochmal meine Spielmeinung. Hannover deutlich verdient geworden. Erste Halbzeit deutlich, zweite Halbzeit hat er Rostock kam zurück. Jetzt im Stadion. Ich empfehle es weiter. Geile Atmosphäre. Deswegen, ihr könnt hier nichts falsch machen. Das war's dann auch von mir. Übrigens, Edwin hat Glück gebracht, weil er hat 2:1 getippt. Und damit hat er heute recht. Glaubt ihr, eure Tippico-Scheine gehen wegen mir nicht kaputt. Stadion, Freunde, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, schreibt unten die Kommentare voll, abonniert gerne den Kanal. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Hansa Rostock-Fans, dicken Respekt. Ich hoffe irgendwann, dass ich auch mal dahin komme.
96 Fans, wie immer top, Nordkurve war gefüllt. Ich hoffe, dass das Stadion die nächsten Spiele etwas voller wird. An dieser Stelle, mach's gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Brudi, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das gleiche erwarte ich aber auch gegen Hamburg. Auf geht's! Na, na.